Herzlich willkommen bei Max macht Musik. Heute erkläre ich dir, was Intervalle sind. Ein Intervall bezeichnet in der Mathematik einen Abstand zwischen zwei Punkten. Das gleiche gilt auch in der Musik. Ein Intervall ist nämlich der Abstand zwischen zwei Tönen. Das bedeutet, ein einzelner Ton kann niemals ein Intervall sein. Schauen wir uns das mal in einem Beispiel an. Wir haben zwei Töne, C und G. Der Abstand zwischen diesen zwei Tönen ist ein bestimmtes Intervall. Aber wie heißt dieses Intervall jetzt? Die Erklärung dafür finden wir über die gute alte C-Dur-Tonleiter. Auf dieser Klaviertastatur siehst du die Töne der C-Dur-Tonleiter eingezeichnet. Wenn wir diese Töne durchnummerieren, haben wir insgesamt 7 unterschiedliche Töne. Das hohe C benennen wir als den 8. Ton, auch wenn es eigentlich ja wieder der 1. Ton wäre. Und jetzt kommt der Trick. Die Intervalle werden genau nach diesen Zahlen auch benannt. Einziger Nachteil, die Benennung ist auf Latein. Der 1. Ton ist eine Prime, der 2. eine Sekunde, der 3. eine Terz, der 4. eine Quarte, der 5. Quinte, der 6. eine Sechste, der 7. eine Septime und den 8. Ton bezeichnet man als Oktave. Wie du schon an der Notenschrift erkennen kannst, ist mit diesen Bezeichnungen aber immer der Abstand zum Grundton C gemeint. Das ist sehr wichtig. Wenn du dir die Namen der Intervalle merken kannst, dann hast du schon mal einiges auf dem Kasten. Um dir die Namen leichter merken zu können, habe ich hier einige, teils behämmerte Eselsbrücken für dich. Prime. Der Klassenprimus ist immer der Erste in allem. Schlau, intelligent, zuvorkommend. Wenn du etwas prima machst, dann hast du das erstklassig gut gemacht. Also Note 1. Sekunde. Die Sekunde ist das zweite Intervall. Im Englischen heißt das zweite Second. Wenn du ein bisschen Englisch kannst, kannst du dir also auch merken, dass die Sekunde das zweite Intervall ist. Terz. Das dritte Intervall heißt Terz. Obwohl 3 mit D geschrieben wird, ist das Intervall Nummer 3 eine Terz. Quarte. Im Italienischen heißt Quadro 4. Das vierte Intervall hat vielleicht auch etwas mit einem Quader zu tun, der aus lauter Vierecken besteht. Beim Quartett sammelt man übrigens 4 Karten der gleichen Sorte. Quinte. Eine Quintessenz ist das entscheidende 5. Element. Zumindest nach Aristoteles, der davon ausging, dass es neben Feuer, Wasser, Erde und Luft noch ein 5. Element gibt, die sogenannte Quintessenz. Sechste. Die sechste ist das 6. Intervall. Das X in dem Wort kommt übrigens aus dem Lateinischen. Septime. Das 7. Intervall ist eine Septime. Das kann man sich merken, würde ich sagen. Oktave. Du weißt sicherlich, dass ein Oktopus eine Krake mit 8 Armen ist. Wusstest du nicht? Jetzt weißt du's. Die Oktave ist das Intervall Nummer 8 und damit auch das letzte, welches wir uns oktopusmäßig anschauen. Das war Teil 1 der Serie über Intervalle. Nächstes Mal erkläre ich dir dann, wie man Intervalle bestimmt. Bis dann! Um mich auf dem Weg zur Ergreifung der musikalischen Weltherrschaft zu unterstützen, abonniere meinen Kanal und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Du drückst jetzt aus freiem Entschluss auf Abonnieren und bewertest das Video mit einem Daumen nach oben. Abonnieren, Daumen nach oben. Max macht Musik.